Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zur BMW Electrified Winter Tour. Ich befinde mich gerade hier im wundervollen Estland. Es ist winterlich und kalt und gleich holt mich Thorsten ab, aka auch Otto genannt. Er ist ehemaliger Biathlet und vor allem auch Skitechniker und zusammen fahren wir mit seinem vollelektrischen iX nach Oslo zum BMW IBU Weltcup Biathlon und ich bin schon ganz gespannt. Es warten nämlich 1000 Kilometer auf uns und das Ganze rein elektrisch. Ich bin schon ganz gespannt auf unsere Reise und ich glaube, da ist der Gute. Hi! Ich hab dich gefunden. Grüß dich! Mitten im Nirgendwo in Estland. Geil! Danke fürs Abholen und ich bin schon ganz gespannt auf unsere Tour. 100% elektrisch. Hast du gut hergefunden? Verständlich. Ja, dann bin ich gespannt auf unsere Reise. Ich steig mal ein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Otto, ey, das ist ja aber auch ein riesen Raumschiff. Man hat hier ja so viel Platz und ich muss sagen, sieht alles so richtig schön aufgeräumt aus. Also ja, hast du auch gute Arbeit geleistet, aber auch der Innenraum ist wirklich clean und aufgeräumt. Kaum Knöpfe, nur das Wichtigste. Und du warst ja jetzt schon einige Kilometer unterwegs, oder? Was waren deine Stopps so bisher? Ja, meine Stopps waren von München los nach Finnland, von Finnland nach Estland. Von Estland bist du zu mir gekommen und unterstützt mich auf dem Weg nach Oslo. Ja, da fahren wir jetzt hin. Aber ich wollte dich noch mal kurz fragen, so, was waren denn deine Highlights in dem Auto bisher auf der Fahrt? Weil du hast ja jetzt schon, wie viele tausend Kilometer hinter dir? Ja, über 4000. 4000, ja. Du möchtest Highlights wissen, also Highlights, das ganze Auto ist ein Highlight. Ja, diese Liste abzuarbeiten, was mich besonders beeindruckt hat, wäre ellenlang, aber... Ja, aber es muss ja eine Sache geben, die dich so richtig begeistert hat, oder? Also geflasht waren wir einfach, wo wir den Knopf hier gefunden haben. Das ist die Massagefunktion. Ach, hör auf. Massage und... Nee, oder? Also, genieß das Ganze mal. Ich würde sagen, ich entspanne jetzt mal und wir sehen uns dann in Oslo. Schöne Fahrt. Wir haben noch 23 Restzähne gehabt. Ja. Und wir laden aktuell mit, es geht jetzt hoch, 180. Boah. 188. Komm, da geht noch was. 205 ist das Maximale. Also sehr gut. Worauf kommt es an? Auf die Temperatur hast du gesagt, oder was? Es sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also Temperatur zum einen, das, ob die Batterie schon vorgewärmt ist. Also das ist dann abhängig, wie schnell geladen wird. Aber mit jetzt 190 kW ist schon recht zügig. Aktuell haben wir 24%, 99 Kilometer Reichweite. Wir können jetzt gleich gucken auf der Route. Hier haben wir unsere Routendetails. Das muss gerade mal kurz aktualisieren. Er sagt 35 Minuten, dann haben wir 80%. Draußen lädt unser Auto. Wir sind auf dem Weg von Stockholm nach Oslo und jetzt gucken wir uns die Route mal an. Ich habe sie schon drin. Okay, 589 Kilometer, 7 Stunden berechnet es uns. Und jetzt gucken wir mal, wie oft wir laden müssen. Zeigt uns an, zwei Ladestopps. Einmal 35 Minuten, einmal 30 Minuten. Ist auch ganz gut gewählt. Um 13 Uhr, dann kann man auch mal schön noch was an Kaffee und Essen zu uns nehmen. Ja,
Oh, angekommen in Oslo. Jawohl. Gute Fahrt war es. Chance. Unten das Biathlonstadion. Jetzt gehen wir und installieren unsere Wachskabine und bereiten uns darauf vor, dass wir den Sportlern die besten Ski machen. Wir haben jetzt alles vorbereitet soweit. Die Ski sind da, die Wachse sind da. Jetzt müssen wir aber auch die Ski so vorbereiten. Du hörst im Hintergrund, wie es tackert. Ein sehr spektakulärer Arbeitsplatz. Da unten ist der Schießstand. Mit Sicherheitsklasse sind wir natürlich geschützt, aber im Biathlon ist nicht nur Schießen, sondern auch Skifahren wichtig. Und jetzt bereiten wir mal unsere Ski vor. Was denkst du denn, wie viel bei Ski ein Athlet bei einer Weltcup-Veranstaltung mit dabei hat? Boah, super schwierig. Würde mal schätzen, 3. 3? Dann bist du weiternehmen, hängst noch eine 0 dran, dann bist du... Was? 30 Ski? Ja. Nee. Das ist ja echt heftig. Das ist ja der ganze Truck voll für einen Athleten. In großen Mannschaften wie Norwegen, Deutschland, Frankreich, das sind im Truck so zwischen 400 und 500 Paar Ski. Boah. Haben wir gesagt, wir machen unterschiedliche Wachspräparationen. Jetzt kriege ich mal deine Kamera. Du hast ja den ganzen Tag hier fleißig mitgearbeitet. Jetzt darfst du auch mal einen Ski wachsen. Jetzt sag bloß, ich bin später schuld, wenn die hier nicht den Sieg holen. Also bei den Sachen, die ich dir jetzt gebe, sind Spezialisten gefragt. Okay, ich bin mal gespannt. Das ist relativ einfach und das solltest auch du gut hinbekommen. Ist das BD40 oder was? So ähnlich. Gibt es eine bestimmte Distanz? Nee, sprühen. Machen wir drauf. Junge, in einer Woche zum Wachsexperten. Ich bin begeistert. Schau mal, wie es glänzt. Jawohl. Wir werden morgen 12 Paar Ski vorbereiten und werden dann eine Empfehlung an die Teams und Athleten rausgeben, was von unseren Produkten am besten funktioniert. Und dann werden wir nach dem Rennen wissen, ob sie eingesetzt worden sind, wie sie eingesetzt worden sind. Und vielleicht hat sogar der Gewinner unsere Empfehlung auf den Skiern. Leute, ich lade das Auto jetzt mal voll, denn gleich treffen wir Laura Dahlmeier, Profi-Biathletin. Und sie hat sich für das Auto interessiert und wir haben gesagt, komm vorbei, wir machen eine kleine Spritztour. Deswegen Charge up und dann sehen wir uns gleich zusammen mit Laura und geben ein bisschen Vollgas. Hi Patrick. Hi, grüß dich. Hi. Seid ihr angekommen? Ja, voll elektrisch. Fast 4000 Kilometer jetzt. Danke dir. Wie zu Hause auf dem Sofa. Und wenn man jetzt noch den Sound dazu nehmen würde, das ist Erholung pur. Mich hat jemand gefragt, beschreibt das Auto ganz kurz. Und ich habe gesagt, das ist wie Yoga. Das ist wie im Yoga. Alltag, wie im Alltag runterkommen. Also Lendenmassage abwärts, aufwärts oder an Lenden aktivieren. Aufwärts ist gut, ich habe sowieso ein bisschen einen verspannten Rücken. Und dann machen wir es an. Dann merkst du das schon. Und wenn du aus dem Auto aussteigst, du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass du 2000 oder 500 Kilometer oder was auch immer am Ende die Strecke war, gefahren bist. Also du steigst wirklich relaxed aus dem Auto aus. So, Rollentausch. Bist du eigentlich wieder mit, oder? Ja. Auch rein. Ich komm mit rein. Leck! Das sind doch Gefühle, oder? Ja. Es ist wie ein gut gewachsener Ski. Ja, das geht schon. Ja. Eine Rennstrecke geht am Holmenkoll. Ja. Super. Ja, meine Kamera, die ist auch ein bisschen rumgeflattert jetzt.
Ja, uns macht ja auch Spaß, wenn ich sage, ich mache eine Photovoltaikanlage aufs Dach rauf, kann mein eigenes Auto laden, dann habe ich auch ein gutes Gefühl, weil es wird ja schon oft gesprochen, oder müssen wir uns einschränken in der Mobilität, weniger Auto fahren, weniger unterwegs sein, aber wenn ich weiß, okay, das ist einfach der Strom der Sonne, also die Sonne scheint ja sowieso, der Strom wird eh produziert und jetzt kann ich ihn nutzen, kann ihn auch fürs Autofahren nutzen, dann brauche ich ein schlechtes Gewissen in dem Sinne haben. Genau, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Wenn es dann noch dazu so viel Spaß macht und so cool ist, was hat dir denn am meisten gefallen, so auf den ersten Blick und auf der kurzen Ausfahrt? Auf den ersten Blick hat mich, glaube ich, das Klangerlebnis am meisten überzeugt. Die Soundanlage ist der Hammer. Und dann aber auch der ganze Komfort hier herin. Die Massagefunktion, die Sitze, also das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Niveau. Und ich war natürlich extrem skeptisch über die Reichweite, aber das ist ja mega cool, wie weit man da eigentlich kommt. Und auch mit diesem blauen Umkreis, wo man sieht, okay, wie weit kann ich eigentlich fahren? Wie funktioniert das mit den Ladestopps? Natürlich muss ich es noch mehr ausprobieren, aber ja, cooles Feature. Erfolgreiche Saison geht zu Ende, nicht nur für uns als Firma Togo, sondern auch die Erfahrung, die wir mit diesem tollen Auto, dem iX, erleben konnten. Und jetzt verladen wir noch den Rest und dann geht's los. Ja, war auf jeden Fall eine richtig geile Tour, muss ich sagen. Danke, dass du mich mitgenommen hast und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Saison nochmal sehen. Der letzte Schießer. Jawohl, ich nehme an. Gut, prima. Haken, Klappe zu, ich komme. Hey BMW, ich möchte nur noch nach Hause. Okay, es geht nach Hause.